Oh, hey, hab euch gar nicht gesehen. Leute, heute gibt es eigentlich gar nicht so ein langes Video, aber es gibt eine große Ankündigung, die ihr wissen solltet. Ich habe einen neuen Kanal. Ja, das stimmt. Schon seit Monaten habe ich mir gewünscht, dass ich irgendwie meine Videos mehr editierter mache, aber ich bekomme es nicht so wirklich hin hier auf diesem Kanal, weil ich schneide meine Videos zwar, aber so dieses richtig heftige und quasi die Videos, wo ich meinen kompletten Skill rausholen kann, das kann ich nicht machen bei dieser Anzahl an Videos. Nun, deswegen habe ich einen neuen Kanal erstellt, wo ich jede Woche, Freitag um 14 Uhr, ich dachte mir, das wäre eine gute Zeit, weil ihr da von der Schule kommt und dann habt ihr Wochenende und dann, ja, könnt ihr ein Video haben. Also jeden Freitag um 14 Uhr werde ich ein Video dort hochladen, wo wir Sachen machen werden. Ah ja, by the way, es ist schon ein Video online. Mal schauen, wer der erste Abonnent ist. Aber Leute, auch da werde ich Videospiele spielen. Allerdings wird der Kanal durchdacht sein. Also ganz durchdacht. Weil bei meinem momentanen Kanal ist es so, dass ich hier wirklich morgens aufstehe, mir kurz überlege, was ich aufnehme. Okay, fertig. Dann quasi das Spiel starte. Ohne irgendwelche Überlegungen fange ich an zu reden. Und dann habe ich ein Video. Bei dem Video werde ich ja vorher ein Skript machen. Also quasi ein durchdachtes Video mit Witzen und so weiter und so fort. Logischerweise, da es nur ein Video die Woche ist, wird es natürlich bombastisch sein. Also in jedes einzelne Video, was da kommt, werde ich mein Herz und Blut reinstecken. Ich dachte mir nämlich, hey, wieso soll ich die ganze Zeit daran denken, dass ich quasi so einen Kanal aufmachen kann? Wieso mache ich es nicht einfach? Ich habe mir schon immer sowas gewünscht, wo ich quasi einen Kanal habe, wo ich zwar seltener Videos hochlade, aber wirklich krasse Videos. Und wie gesagt, das erste Video ist schon online. Link in der Beschreibung. Bei diesem Kanal hier wird sich nichts ändern. Es bleibt alles gleich, weil der andere Kanal ist nicht wirklich eine Konkurrenz. Ja, die Videos werden zwar krass sein, aber ich werde halt täglich immer etwas an dem Video arbeiten, damit das Freitag halt groß wird. Aber ich habe trotzdem genug Zeit, um mein tägliches Programm durchzuführen. Also keine Sorge. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich nichts mache, was irgendwie meine Zeit jetzt so beansprucht, dass ich gar nichts mehr in meinem Leben machen kann, außer die zwei Kanäle betreiben. Aber nein, so ist es nicht. Aber ich freue mich extrem drauf. Nun, die Frage war, wie soll ich den Kanal benennen? Weil ich habe ja schon einen Kanal, der den Jason heißt. Also, das Ding ist, ich liebe meinen Namen zu sehr, um ihn zu ändern. Es ist einfach so, ich mag meinen Namen sehr gerne. Außerdem mag ich nicht irgendwie hinter den Jason noch eine 2 zu tun oder so. Mir gefallen Zahlen nicht hinter Namen, okay? Nun war die Option, soll ich als der Danny Jason nennen oder the Danny Jason? Aber im Endeffekt habe ich es Danny Jason genannt mit einem Leerzeichen. Also, hier ist es zusammengeschrieben und da habt ihr ein Leerzeichen, Danny, Leerzeichen Jason. Ich wollte meinen Namen einfach nicht abgeben. Außerdem erkennt ihr diesen Kanal noch daran, dass es quasi ein anderes Avatar ist. Also hier habe ich ja so ein cartoonisches Bild als Avatar und da habe ich ein reales Bild von mir. Also so erkennt ihr quasi, welcher Kanal welcher ist. Nun, ich spiele hier ja viele, viele Spiele. Deswegen werden da natürlich nicht nur Spiele kommen. Vielleicht mache ich irgendwann was anderes Cooles, außer vielleicht ein Spiel, vielleicht eine Challenge. An Challenges werde ich so oder so immer mitmachen dort, okay? Weil es verdammt geil ist, weil ich mich dann auch besser darauf vorbereiten kann. Also bei Challenges bin ich da immer dabei auf dem Kanal. Außerdem gebe ich viel mehr Gas mit meiner Stimme. Also, ich lasse wirklich alles raus. Ich stecke eine Menge Energie in die Videos. Eine Menge Energie. Was ich natürlich auf diesem Kanal nicht allzu sehr tun kann, weil ich habe zwar eine Menge Energie in mir, aber bei so vielen Videos, wenn ich das immer machen würde, dann würde ich krank werden, glaube ich. Deswegen, ein Video in der Woche zu haben, wo ich so richtig viel Energie reinstecke, das fühlt sich gut an. Und wo ich es enorm schneide. Natürlich so schneide, dass man noch was vom Spiel sieht oder was merkt überhaupt, um was es geht. Aber eine Menge Spaß mit vielen Soundeffekten habe und Memes. Ich liebe Memes. Nun, für das erste Video auf dem Kanal habe ich ungefähr 3 Tage gebraucht. Ich hatte nicht mal eine Woche Zeit, aber für 3 Tage ist schon ziemlich gut geworden, auf jeden Fall. Aber jetzt stellt euch mal vor, was ich machen kann, wenn ich eine Woche Zeit habe für ein Video. Auch die Spiele, die werden immer extrem unterhaltsam sein, quasi. Ich habe eine Woche Zeit, um mir zu überlegen, was ich spiele. Und es werden keine Let's Plays sein, also nicht was wie Spider-Man oder so, sondern es werden Spiele sein, die man einmal spielen kann, vielleicht sogar zweimal, das weiß ich nicht. Aber Spiele sein, die so episch sind, aber nicht zu lange Spiele. Also wie gesagt, keine Let's Plays, die bleiben natürlich hier. Wie die das meiste Zeug bleibt hier. Es ist wie gesagt nur ein Video die Woche, aber das wird episch. Also Leute, wenn ihr ihn gerne abonnieren wollt, ich würde mich sehr freuen. Viel Spaß mit dem neuen Kanal und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!